mächtig wird eben der öffentliche Sektor, die Regierung ist, da gibt es verschiedenste Themen. Ein wichtiges Thema ist heute bereits verschiedentlich angeklungen zumindest, ist Verkehr, der öffentliche Verkehr, und eine Firma, die in diesem Bereich Erfahrungen hat, Daten des öffentlichen Verkehrs zu nutzen und in Applikationen umzusetzen, ist Netcetera. Und wir haben hier Ronny Brunner, den Head of Solutions, und er wird die Frage stellen, ÖV-Daten wirklich offen? Fragezeichen. Vielen Dank. Grüezi miteinander. Es freut mich hier, dass ich die User-Perspektive einer Informatikfirma präsentieren kann und gleichzeitig natürlich die Bürgerseite von mir als Person. Die Einleitung ist gesagt, wir haben mit Transportdaten seit einer ganzen Weile zu tun und ich versuche zu erzählen, was wir da in der letzten Zeit erfahren haben und bestätige sehr vieles, was heute schon gesagt worden ist. Es passt also sehr gut, ich muss nichts Neues erfinden und keine neuen Slides schreiben, nach dem, was wir gehört haben. Zur Rechtsgrundlage. Ausgangslage so im Wesentlichen, es gibt ein Gesetz zur Personenbeförderung, es gibt ein paar Verordnungen und es gibt insbesondere auch eine Leistungsvereinbarung, die der Bund, spezifisch das BAV, mit den SBB abschließt, was da zu leisten ist bezüglich Daten. Soweit sieht das eigentlich recht gut aus, wenn man das liest, dann insbesondere bei der Leistungsvereinbarung betreibt eine zentrale Informationsplattform für die Kundeninformationen, Plan, Echtzeit, Prognose für interessierte Abnehmerinnen und Abnehmer. Das klingt super, eigentlich, das ist ja schon Open Government Data, Case Closed, Vortrag fertig, noch nicht ganz. Plandaten Schweiz, wie sieht das aus? Da geht es nur um den Fahrplan. Das ist klar, das Kursbuch, das wird publiziert. Open Data, Government Data braucht ein bisschen mehr. Sie sind auch elektronisch verfügbar, auch das ist schon recht gut. Sie sind sogar strukturiert. Es ist nur nicht ganz einfach, an die heranzukommen. Also man muss im Moment noch fragen, man muss wissen, wen man fragt, damit man zu den Daten kommt. Und oft ist es so, dass dann das Datenset, das man kriegt, nicht wirklich ganz vollständig ist und man kämpft so ein bisschen mit den Konsistenzen und fragt nach, was man jetzt mit diesen Daten macht. Leider ist auch, und das haben wir auch heute Morgen schon gehört, der Rücklauf eigentlich Informationen, das was man ja wirklich machen kann mit diesen Daten, ist dem, wir haben das Beispiel gehört, die Busstation ist am falschen Ort. In der Schweiz liegt halt die Schiffsstation mitten im See. Das Problem ist, dass wir keinen Kanal haben, keinen wirklichen, um eben diese Korrekturen einzubringen, weil die Institutionen nicht vorbereitet sind, mit diesem Feedback überhaupt umzugehen. Das heißt, es ist vor allem auch eine organisatorische Konsequenz, die da nötig ist, um wirklich das nutzen zu können. Die Wunschvorstellung ist natürlich klar, vollständige Daten, dokumentiert, strukturiert, Self-Service, das heißt, wenn ich die will, kann ich die einfach laden, muss gerne fragen und am liebsten noch, dass ich gerade notifiziert werde, wenn es neue Daten gibt. Echtzeitdaten, die sind an sich, was heißt schon, nicht offiziell verfügbar. Also wenn ich das Sicht Open Government Data, wie wir das diskutieren heute, muss ich sagen, sind sie nicht verfügbar. Natürlich, auf www.sbb.ch ist alles elektronisch verfügbar, aber das ist ja eben noch nicht ganz das, was wir gerne hätten. Im Moment gibt es eine Schnittstelle mit Echtzeitdaten, die ist an sich bekannt, aber nicht kommuniziert und nicht offiziell verfügbar. Das heißt, alle, die eben Applikationen bauen und versuchen, diese Daten zu verwenden, die machen das inoffiziell und ein bisschen mit schlechtem Gewissen. Das ist eigentlich nicht gut für die Branche, weil wir hätten gute Ideen, was man mit diesen Daten machen kann. Andere Approaches, Go2Go, das hier auch drauf ist, wurde ich gerade heute noch informiert, denn die haben einfach die Webseite im Wesentlichen interpretiert und haben die Applikation aufs Web geschickt und versucht, die Daten da zusammenzusuchen. Auch dann mit Realtime und allem, aber natürlich schon nicht das, was wir uns vorstellen und Echtzeitdaten. Die Wunschvorstellung, natürlich auch da offizielle dokumentierte Schnittstellen. Im Vergleich zum Ausland und da auch wieder in line mit was wir gehört haben, führend sind ganz klar die USA und auch UK in diesem Bereich. Die USA sind sehr weit voraus, da gibt es wahnsinnig viele Transportunternehmen, die ihre Daten zur Verfügung stellen. Und das wirklich schönste Beispiel, was ich gefunden habe, ist die Metro in Los Angeles. Die hat nämlich eine extra Developer-Site,
wo sie eben tatsächlich alle APIs, das sind diese technischen Schnittstellen, publiziert, dokumentiert und sogar Entwickler Wettbewerbe durchführt und Preisausschreiben macht, wer da irgendwie das Beste macht mit den Daten. Das ist wirklich ein schönes Beispiel und so stellt man sich eigentlich offene Daten vor. Aber eben, das war die englische Seite, das letzte Statement können Sie selber lesen. Das ist nicht von mir, aber so im Großen und Ganzen sind, bin ich wahnsinnig weit von der Realität weg mit diesem Statement. Das kurze Fazit eines kurzen Vortrags, eigentlich die Rechtsgrundlage stimmt, die lässt viel offen, einfach noch Interpretation, also man kann eigentlich alles erfüllen auf dieser Grundlage. Es geht auch in die richtige Richtung, also es bewegt sich was, es ist nicht so, dass wir stillstehen. Es ist aber gleichzeitig auch so, dass es viele Stellen gibt, viele Länder, die sind schon sehr weit voraus. Es gibt aber auch solche, die haben noch mehr Probleme als wir, also so ja, ganz im Schlusslicht sind wir nicht. Aber grundsätzlich gibt es noch einige Chancen, die wir nutzen können, um diese Daten besser zur Verfügung zu stellen und eben vor allem auch das Potenzial, das eben diese Verwerter diesen Daten haben, um auch bessere und ergänzte Services zu bieten, die eben eine Institution gar nicht bieten kann, weil es nämlich nicht ihre Kernkompetenz ist. Die hat zwar die Daten, aber die Veredelung, Mashup haben wir gehört, gerade im vorherigen Teil, oder grundsätzlich die Aggregation über verschiedene Datentypen, die ist sehr spannend und die hat ein Riesenpotenzial bei uns in der Schweiz. Vielen Dank. Vielen Dank für den sehr kurz gehaltenen Vortrag, das begrüßen wir.